Und ich möchte eigentlich gar nicht viel Zeit verlieren, sondern gleich Max und Christoph das Wort für den ersten Vortrag übergeben mit dem verheißungsvollen Titel QGIS-Plugins zum Geocoding und zur intermodalen Erreichbarkeitsanalyse mit dem Open Trip Planner. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank, dass wir hier auf der VOSGIS auch zwei QGIS-Plugins vorstellen können. Mein Name ist Max Bonet. Ich habe Christoph Franke mitgebracht. Ich weiß nicht, ob das Mikro jetzt geht. Muss man noch irgendwo drücken? Mikro ist an. Hört man mich? Ja, okay, super. Jetzt macht es Geräusche? Okay, sehr gut. Gut. Ich sage vielleicht noch mal kurz was zu unserem Planungsbüro Gerz-Gutsche-Rümenapp. Wir sind ein Planungsbüro mit Sitz in Hamburg-Berlin, wo insgesamt 12 Kolleginnen und Kollegen arbeiten an Themen der Verkehrsplanung, der Stadt- und Regionalplanung. Und ja, im Rahmen dieser Tätigkeiten nutzen wir seit langem auch schon GIS-Software, früher sehr viel auch kommerzielle GIS-Software von Esri, inzwischen auch immer mehr QGIS und PostGIS. Und ja, im Rahmen unserer Projekte haben wir es sehr häufig zum einen mit verschiedensten Standortdaten zu tun, die wir aufbereiten und geokodieren müssen, und die wir häufig so als Adresslisten bekommen. Und von daher haben wir dann auch ein QGIS-Plugin entwickelt, um sozusagen die Arbeit, die beim Geokodieren von Standortdaten anfällt, ja, besser abwickeln zu können. Das wollen wir heute euch vorstellen. Andere wichtige Aufgabe, die in vielen Projekten der Stadt-, Regional- und Verkehrsplanung immer wieder anfällt, sind Erreichbarkeitsanalysen. Mit verschiedenen Verkehrsmitteln zu Fuß, mit dem Auto, Fahrrad, ÖPNV oder auch einer Kombination. Das ist in unseren Projekten ein wichtiges Werkzeug, um ja, in verschiedensten Fragestellungen. Und auch dafür nutzen wir Open-Source-Werkzeuge, Open Trip Planner, den wir heute kurz vorstellen wollen, und ein QGIS-Plugin, was wir da entwickelt haben, um diese Erreichbarkeitsanalysen dann aus QGIS zu starten. Zum Geocoding, da existieren natürlich eine ganze Reihe von insbesondere auch Webdiensten, kommerzieller und nicht kommerzieller Dienstanbieter, die will ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Wir haben hier jetzt einen Geocodier-Dienst genutzt, der, um vielleicht mal in den Bildern zu sprechen, die heute Morgen im Vortrag oder heute Mittag im Vortrag vom RVR genannt wurden, die vom ersten FC Alkis stammen, nämlich dem Geocodier-Dienst des Bundesamts für Kartografie und Geodäsie. Und mit dem Geocoder, den haben wir sozusagen in QGIS-Plugin eingebunden, aber das Plugin ist erstmal so gewählt, dass auch andere Geocodier-Dienste dort genutzt werden können, wie zum Beispiel Nominatim, was auf OpenStreetMap-Daten basiert. Warum machen wir das? Weil bei Geocodieren, ja, wenn man große Datensätze hat, häufig ein großer Aufwand anfällt, die Adressdaten erstmal vorzubereiten, dann das Geocoding durchzuführen, dann eine Qualitätskontrolle durchzuführen, Korrektur, Nachbearbeitung und so weiter. Und dafür haben wir jetzt ein QGIS-Plugin entwickelt, das Christoph jetzt auch dann vorführen wird. Da gehen wir am besten dann direkt rein, wenn ich jetzt hier wieder rauskomme. Genau, so. Genau, hier haben wir jetzt QGIS. Wir werden nachher nochmal sagen, wie man es installieren kann, aber jetzt übergebe ich erstmal Genau, wir Christoph. versuchen uns an einer Live-Demo. Das ist gefährlich, aber mal schauen, ist spannender als Folien. Wir haben jetzt hier das Geocoding-Plugin installiert. Zurzeit ist es erstmal nur für den Dienst des Bundesamts für Kartografie und Geodäsie angepasst. Aber eine Implementierung, wie gesagt, weiterer Dienste ist in Planung. Näher an den Mund, ja, okay. Und zwar unsere alternative Vorgehensweise war halt, dass wir irgendwelche Python-Skripte für Stapelverarbeitung von den
Daten zur Geokodierung benutzen oder dass wir Excel-Sheets benutzen, und das ist alles ein bisschen unhandlich gewesen. Deswegen haben wir uns entschieden, ein Plugin für QGIS zu schreiben. Genau, und QGIS kann uns da auch bei der Visualisierung der Ergebnisse gleich helfen und bei der Einbindung der Daten und beim Export der Daten. Da müssen wir uns da nicht drum kümmern, dass die Schnittstellen stellt QGIS alle zur Verfügung. Genau, der BKG, Geokodierungsdienst, der erwartet. Okay, so, ohne Feedback. Ja, genau, der erwartet Schlüsselwörter, es geht auch ohne, aber jetzt, achso, ich zeige erstmal die Tabelle, ja genau, das aus, die Quelle ist jetzt hier eine CSV-Datei, kann man mal reinschauen. Nee, Quatsch. Die Attribute-Table. Ja, richtig. Attribute-Table, wenn wir uns hier angucken, wie die Daten aussehen, halt Name, Adresse, das ist hier eine kombinierte zwischen Straße und Hausnummer, und die Daten sehen so ganz gut aus. Also haben wir uns jetzt gemerkt, hier Straße und Haus, Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Ort. Genau, wir könnten auch noch das Suchgebiet einschränken, indem wir ein Polygon zeichnen, und wir können die Projektion wählen. Wir können den Ausgangslayer direkt aktualisieren oder neuen schreiben. Ich mache mal einen neuen, weil es bei CSV-Dateien nochmal ein bisschen Probleme gibt. Genau, und dann läuft die Stapelverarbeitung und er fragt einfach die Schnittstelle des Dienstes vom BKG an. Geht relativ fix. Jetzt haben wir den neuen Layer und das geht nicht weg hier. Genau, das ist jetzt ein kleiner Beispieldatensatz. Damit es schnell geht, und jetzt haben wir hier die Attributtabelle öffnen, können wir uns anschauen. Es gibt verschiedene Rückgabewerte von der Schnittstelle, zum Beispiel welchen Typ wir jetzt getroffen haben. Haben wir Haus, Ort oder Straße getroffen? Eigentlich wollen wir Haus, weil es am genauesten, und wir haben noch einen Score, je näher an der 1, desto besser, ist ein absoluter Score, und wir haben die Anzahl der Ergebnisse. Genau, wir können, wenn mehrere Ergebnisse gefunden wurden, können wir uns auch nochmal im Detail angucken. Also wenn wir nur einen Ort finden zum Beispiel, dann sollten wir das hier nochmal manuell bearbeiten. So ist unsere Iterationsschleife, dass wir halt die Einträge bearbeiten, selektieren und dann erneut suchen. Oder wir haben noch ein Tool mit drin, das ist, wenn wir mehrere Ergebnisse haben, dass wir uns eins aussuchen können. Ups. Hier zum Beispiel haben wir mehrere Ergebnisse getroffen, haben wir hier einen kleinen Feature-Picker und dann können wir zwischen den Ergebnissen rumspringen. Also er hat offensichtlich die 2 nicht gefunden, aber 2C und 2D. Und jetzt können wir uns da für eins entscheiden, beziehungsweise mit dem natürlich manuell setzen. Mit QGIS irgendwo hier hin. Genau. Und wir würden jetzt, wenn wir zufrieden sind mit der Qualität der Ergebnisse, können wir es halt mit QGIS ganz bequem exportieren. Ein Grund, warum wir dieses Plugin für QGIS geschrieben haben, zum Beispiel in PostGIS-Datenbank oder wieder eine CSV-Datei schreiben. Oder wir können direkt mit den Ergebnissen weiterarbeiten, zum Beispiel halt für eine Erreichbarkeitsanalyse. Und das schließt jetzt Max wieder an. Genau, also solche Standortdaten nutzen wir häufig, um zum Beispiel Erreichbarkeitsanalysen zu machen. Hier haben wir jetzt einige Apotheken in Schleswig-Holstein geokodiert, und ich gehe jetzt mal hier in den Norden von Schleswig-Holstein, die dänische Grenze nach Flensburg, wo wir dann weitere Daten haben, beispielsweise Einwohnerdaten, und wo häufig dann die Frage auftaucht, wie gut können die Einwohner jetzt Apotheken erreichen, zu Fuß oder mit dem Auto oder mit dem ÖPNV. Dafür sind dann auch Routenberechnungen erforderlich. Es gibt halt eine ganze Reihe von Tools auch zur Berechnung von Erreichbarkeiten. Heute wurde ja von Grasshopper ja auch schon Tools vorgestellt, PG Routing, die auch Routenberechnungen machen. Wir haben hier jetzt den Open Trip Planner als ein Instrument gewählt, weil der Open Trip Planner letztendlich halt intermodale Erreichbarkeitsanalysen mit verschiedenen Verkehrsmitteln und verschiedenen Verkehrsmittelkombinationen gut kann. Open Trip Planner ist ein Open Source Projekt, was seit einigen Jahren von auch verschiedenen Verkehrsverbünden weltweit aus den USA, aus
Nordeuropa weiterentwickelt wird. Da kommt nachher noch ein anderer Vortrag nach uns aus Baden-Württemberg, wo der Kollege aufzeigen wird, wie der Open Trip Planner da zum Thema Park and Ride mitfahren Dienste genutzt werden soll. Ursprünglich ist der Open Trip Planner erstmal sozusagen, hat auch eine Web-Oberfläche zur intermodalen Routensuche. Und ich habe jetzt hier mal dann im Raum Flensburg einfach jetzt eine Routensuche aufgemacht. Da kann ich jetzt sozusagen hier eine Routensuche durchführen. Ich habe jetzt sozusagen ÖV und zu Fuß jetzt erstmal als die Verkehrsmittel eingegeben. Und dann sehen wir, dass wir hier irgendwo morgens losfahren, dass wir hier mit dem Bus und dann mit dem Zug fahren und dann mit dem Bus. Das ist sozusagen eine Routensuche von Punkt zu Punkt, wo man auch alle möglichen anderen Verkehrsmittel oder Kombinationen eingeben kann, wie Park and Ride oder ÖPNV und Fahrrad, wo ich dann möglicherweise hier noch, mit, je nachdem, was man dann da einstellt, sagt, ich fahre jetzt lieber mit dem Fahrrad die 2-3 Kilometer zum Bahnhof, anstatt auf den Bus zu warten. Genau, also dafür ist der Open Route, der Open Trip Planner erstmal entwickelt worden. Der hat zusätzlich noch die Analyst-Funktion, wo jetzt ist die Frage, ob er das jetzt lädt, wenn ich jetzt hier, es dauert manchmal etwas, jetzt baut es sich langsam auf, mit dem man letztendlich sich auch Isochronendarstellungen machen kann, jetzt hier mit dem ÖPNV, wo man dann sieht, wie weit komme ich jetzt in 15, 30, 60 Minuten mit dem ÖPNV von einem Punkt in Flensburg aus. Da sieht man natürlich hier, dass man entlang der ÖV-Achsen oder so schneller vorankommt und dazwischen eigentlich gar nicht mit ÖV hinkommt. Das sind natürlich auch immer Möglichkeiten, auch dann Erreichbarkeitsanalysen zu machen, indem man vielleicht sich ein Polygon geben lässt und dann auszählt, wie viele Einwohner leben jetzt in diesem Polygon, dieser Isochrone. Wenn man das aber für viele für viele Punkte macht, dann wird es häufig aufwendig. Und daher haben wir dieses Open Trip Planner QGIS Plugin entwickelt. Das ist letztendlich so aufgebaut, dass man sich einen Graph baut. Auch dafür, den kann man sich dann hier erstellen. Um einen Graph zu bauen, braucht man zum einen OpenStreetMap-Netzwerk hier als PBF-Datei und man braucht GTFS-Fahrplandaten. Und man kann auch noch einen Raster-GIS mit einem digitalen Geländemodell mit Höhendaten hinterlegen, haben wir jetzt hier nicht gemacht, um Steigungen etc. mit zu berücksichtigen. Da könnte man jetzt sozusagen hier sagen, neuen Router erstellen und der würde den bauen. Das machen wir jetzt bei der Live-Demo nicht. Genau, was das Tool jetzt, das Plugin jetzt macht, ist, dass man hier jetzt sich beliebige QGIS-Layer als Startpunkt, als Zielpunkte definieren kann. Beispielsweise, wenn wir jetzt wissen wollen, von allen Einwohnern, wie weit sind irgendwie, oder wie lange brauche ich jetzt zu Fuß oder im ÖV zur nächsten Apotheke oder zu den nächsten beiden Apotheken? Was? Ach so, genau, das ist jetzt der geokodierte Layer, genau, Apotheken-SH-Auszug 2, das ist der Layer, der Christoph gerade geokodiert hat. Ich nehme jetzt einfach die nächsten zwei Ergebnisse. Wir können dann hier auswählen, welche Verkehrsmittel wir berücksichtigen wollen, in dem Falle jetzt zu Fuß oder mit dem ÖV. Wir können da aber auch Fahrrad oder andere Verkehrsmittel mit einbeziehen, hier auch alle möglichen Parameter setzen, wie weit ist die maximale Gehdistanz etc. Welcher Uhrzeit wollen wir jetzt suchen? Was ist die maximale Reisezeit, die wir berücksichtigen wollen? Wenn man das zu groß wählt, dann braucht er relativ lange, weil er dann einen sehr großen Suchbaum aufbaut. Wir haben es jetzt mal hier so bei 60 Minuten nach der Abfahrtszeit, das sollte eigentlich ausreichen. Und dann, damit das jetzt schneller geht, selektiere ich jetzt hier auch nochmal einfach irgendwo
nur ein Teil der Rasterzellen, also jeder Punkt steht sozusagen für ein Hektar Rasterzelle mit der Einwohnerzahl aus den Zensusdaten. Genau, hier bei dem heben wir noch die Selektion auf und selektiere aber jetzt nochmal hier Einwohnerdaten irgendwo aus irgendeinem Bereich hier und genau, sagen ihm hier, er soll nur für die selektierten Start- und Zielpunkte versuchen, damit es schneller geht, da wir jetzt nicht für ganz das ganze nördliche Schleswig-Holstein was suchen in der Live-Demo. Können ihm sagen, wie er dann den Layer benennen soll, den er berechnet. Und dann startet letztendlich eine Java-Applikation, die auch sozusagen mit dem Plugin nachher ausgeliefert wird. Er lädt den Graphen, den wir gebaut haben. Da oben stand gerade sozusagen, dass der Graph 200.000 Knoten und Kanten hat. Und er ist jetzt fertig und er hat 238 Rasterzellen jetzt berechnet und hat jetzt hier eine Tabelle erzeugt. Gut, wir sehen, dass wir irgendwo ein Encoding-Problem mit der Förder haben. Da sollte man vorher immer natürlich auch darauf achten, dass man ist jetzt für diesen Fall egal, aber zum Beispiel Geocoding natürlich irgendwie das richtige Encoding wählt. Und hat jetzt für jede Rasterzelle jetzt berechnet, sozusagen, welche sind jetzt die beiden nächsten Apotheken, die Blasberg und die Förderapotheke. Zum einen brauche ich 316 Sekunden, zum nächsten brauche ich 372 Sekunden. Und wir sehen hier auch, dass er einmal jeweils einen Boarding hat, also irgendwo in den Bus steigt. Hier ist sozusagen die Distanz, die er zu Fuß zur Haltestelle geht oder von der Haltestelle zurück. Die Ankunfts- und Abfahrtszeit und wann er davon sozusagen tatsächlich dann in den Bus gestiegen ist. Und er ist um 18.06 Uhr aus dem Haus und 18.08 Uhr dann in den Bus gestiegen, 120 Sekunden mit dem ÖV gefahren, wahrscheinlich nur ein, zwei Stationen und hat hier Bus und zu Fuß gehen benutzt. Und von der anderen Rasterzelle ist er jetzt nur zu Fuß gegangen und gar nicht mit dem ÖV gefahren. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, die Ergebnisse darzustellen. Die andere möglich und dann auszuwerten und zu gucken, wie viele Apotheken werden erreicht. Da kann man dann filtern oder die Ergebnisse dann auch nochmal visualisieren. Das andere, was ich kurz zeigen will, sind dann nochmal etwas komplexere Erreichbarkeitsindikatoren. Beispielsweise, wenn wir hier berechnen wollen, wie viele Arbeitsplätze jetzt innerhalb von 30 Minuten mit dem ÖV oder zu Fuß erreicht werden können. Dann können wir jetzt als Ziel zum Beispiel die Jobs auswählen und sagen, wir möchten jetzt die Anzahl der Jobs aufsummieren, die innerhalb einer gewissen Zeit liegen. Beispielsweise hier, muss jetzt in Sekunden angegeben werden, 60, 180 Sekunden beispielsweise. Das sind 3 Minuten, das ist ein bisschen wenig, 1800 in 30 Minuten. Und wir haben hier das Häkchen ausgewählt, Ergebnisse an den Quelllayer joinen. Das heißt, wir können ihn gleich er joint uns nachher gleich die Ergebnistabelle direkt an unsere Ausgangsdaten, sodass wir die halt auch gleich dann visualisieren können. Genau, das Ganze ist auch mit Multithreading, nutze ich jetzt gerade 7 Kerne. Jetzt hat er hier sozusagen eine Datei geschrieben, die Ergebnisse hat er jetzt in eine CSV-Datei geschrieben, die lädt er jetzt hier auch dann ein. Das ist wahrscheinlich jetzt die, genau, da hat er jetzt nur für jede Rasterzelle aufsummiert, wie viele Jobs jetzt erreichbar sind, 29.000 Jobs in 30 Minuten. Und er hat diese Tabelle aber jetzt auch direkt an den Ausgangslayer herangejoint automatisch, sodass wir uns jetzt die Ergebnisse jetzt hier direkt visualisieren können und jetzt beispielsweise sagen, wir möchten jetzt hier die Anzahl der Jobs die in 30 Minuten erreichbar sind, hier darstellen. Dann können wir noch irgendeine Farbskala hier auswählen und sehen dann, dass, genau, ich muss gleich die Selektion noch wegsehen, damit wir was sehen. Dann sehen wir hier den, hier ist die Legende irgendwie, hier haben wir
da, wenn man weiter weg ist von den Bushaltestellen, dann kann man weniger Arbeitsplätze erreichen als jetzt hier vorne, dort, wo die Leute direkt an den Bushaltestellen wohnen, mit denen sie schnell in die Innenstadt kommen. Das ist jetzt ein Anwendungsbeispiel, ein Beispiel von so einem Indikator. Wir haben noch mehr hin implementiert. Genau. So, ich überspringe mal all diese ganz Folien. Kurz zum Abschluss. Genau. Hm. Ja, ganz ja. Kurz. Also, wo ist sie hin? Ja. Hm. Das ist nicht die. Das ist nicht die richtige, nee, das ne? Das ist nicht die richtige Präsentation. Ja, ich suche sie nochmal gerade, du kannst aber schon was sagen. Genau, wir haben das Ganze, den Source Code halt als Repositories bei GitHub hochgeladen. Also kann jeder gerne sich daran beteiligen oder darauf weiter aufbauen. Unter anderem den Open Trip Planner mussten wir ziemlich stark ändern, zumindest die Schnittstelle, um sie für unsere Bedürfnisse anzupassen. Also das Open Trip Planner Plugin funktioniert nicht mit der Original Open Trip Planner Version, deswegen das ist der dritte Punkt von oben. Also ich werde das sicher auch nochmal einen Pull Request an den Open Trip Planner machen, damit die das dann bei sich auch einbauen, unsere Schnittstelle mit Multithreading und so weiter. Ja, genau, das haben wir angepasst. Und wir haben auch die beiden Plugins noch nicht ins öffentliche QGIS Repository hochgeladen, sondern weil wir es ja nur intern verwendet haben, haben wir ein eigenes Repository aufgesetzt. Da sind die beiden, also in dem Link, den kann man eingeben bei dem beim Plugin Manager und dann kann man sich die runterladen und mal ausprobieren. Also man braucht für das Open Trip Planner Plugin braucht man noch Java zusätzlich, aber alles andere wird mit ausgeliefert. Genau. Und bei Settings. Gut. Ja. Das. Genau. Also hier unter Settings kann man das Repository eintragen. Ja. Mhm. Aber zumindest der Geocoder, den haben wir vor, möglichst zeitnah ins öffentliche Repo zu packen. Genau. Dankeschön. Das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alle rennen schreiend weg. Ne? Mhm. Gibt es keine Fragen? Darf ich dein Mikrofon haben? Mhm. Ja, eine fortlaufende Veranstaltung, wie ich sehe. Fragen dazu? Also erstmal herzlichen Dank, ich fand das sehr praxisnah, sehr schön. Meine Frage wäre natürlich, geht das auf die Schweiz oder habt ihr das jetzt nur für Deutschland? Also das kann man letztendlich überall, wo es OSM und GTFS-Daten gibt, nutzen. Und ich glaube, bei der Schweiz, da gibt es auf jeden Fall ja sehr viel Open Data, auch mit GTFS, Fahrplandaten und OSM gibt es sowieso. Also es ist auch kein Problem, das für die Schweiz aufzusetzen. Also der Open Trip Planner, der ist global? Das ist die Software und die Daten sind halt, kann man ja für jede Region muss man gucken, wo man halt Fahrplandaten herbekommt. Da sind ja einige Bundesländer sehr, in Deutschland auch inzwischen sehr weit voran. NRW, Berlin, Hamburg ja, mit okay. Open Data Bemühungen. Und ich glaube, die Schweiz ist da auch. Die bilden dann die Basis, um einen Graphen zu bauen. Also den muss man schon noch selber machen. Gut, okay, herzlichen Dank. Also, Fragen. Wer hat Fragen außer mir? Dort ist eine. Bevor ich meine Frage stelle, ich freue mich sehr, dass ihr einen Vortrag über den OTP gehalten habt. Letztes Jahr gab es ja keinen und heute gibt es, glaube ich, schon zwei oder drei. Das finde ich großartig. Und ich wollte noch mal kurz fragen, wie geht ihr eigentlich damit um, wenn ihr verschiedene GTFS-Daten habt? Habt ihr da auch irgendwie automatisierte Vorgehen, wie man verschiedene GTFS-Daten zusammenbringt, um dann vielleicht mal einen Graph für Schleswig-Holstein und Hamburg-Niedersachsen zu bauen. Habt ihr da Erfahrung? Also wir arbeiten darüber hinaus noch viel mit Visum, also Verkehrsmodell, kommerzielle Software, wo wir häufig auch nicht nur aktuelle Fahrpläne benutzen, sondern als Verkehrsplaner haben wir häufig, nutzen wir das dann auch, um irgendwelche Prognosefahrpläne oder Planungen in Visum dann umzusetzen. Da importieren wir GTFS-Daten und exportieren dann zum Beispiel ein Szenario, was passiert, wenn wir hier die Bahnstrecke verbessern,
Und darüber können wir auch dann verschiedene GTFS-Feeds zusammenfügen. Es gibt aber garantiert auch irgendwelche Tools, um GTFS-Daten zu mergen. Müssen wir nochmal recherchieren. Und ohne jetzt kommerzielle Software. Dann war, glaube ich, gerade zuvor in der Reihe oder zwei Reihen weiter vorne noch eine Frage. Hey, meine Frage wäre zum Geocoder. Teil mit dem Adressenabgleich und der Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist das die richtige Adresse, wie viele werden da gefunden, wie ähnlich ist das der tatsächlichen Adresse. Habt ihr das selber geschrieben oder was für ein Tool habt ihr da benutzt? Ja, das sind letztendlich die Ergebnisse, die der Geokodierdienst des BKG als Ergebnis zurückliefert. Da gibt es eine Beschreibung, was dann auch die Prozentzahlen bedeuten und so weiter. Also da nutzen wir einfach diesen Webdienst und stellen die Ergebnisse dar. Und wenn man jetzt Nominatim zum Beispiel nutzt als Geokodierdienst, der gibt einem ähnliche Ergebnisse zurück. Die sind nicht ganz identisch. Das heißt, aber das haben wir nicht selber geschrieben dann. Mhm. Haben Sie nochmal eine Frage? Ich meine, das ist nur der Dienst, also nicht die Adressen vom BKG, sondern der Dienst, der da benutzt wird. Genau, also das BKG hat einen eigenen Geokodierdienst, den wir hier jetzt für Schleswig-Holstein für zwei Projekte halt nutzen durften und sollten. Deshalb haben wir das für Schleswig-Holstein halt diesen Geokodierdienst genutzt. Da braucht man auch so einen API-Key für, den man dann, wenn man im Auftrag der kommunalen oder Landesverwaltung tätig ist, dann bekommt, um den nutzen zu können. Insofern, dieser Dienst ist nicht frei, sondern deshalb wollen wir es aber jetzt zum Beispiel für Nominatim auch nochmal nutzen, damit wir, wenn wir jetzt in anderen Projekten, wo wir den nicht nutzen dürfen, das Geokodieren wollen, dann auch Alternativen haben, die auf Open-Source-Datenbesuch beruhen. Ja, ich habe noch eine Frage und zwar zur Erreichbarkeitsanalyse. Mhm. Es werden ja die Daten des öffentlichen Transports verglichen mit zu Fuß, Fahrrad, Auto und so weiter. Inwieweit spielt da die Häufigkeit der Fahrten eine Rolle? Das nützt mir ja nichts, wenn ich in 20 Minuten mit dem Bus da sein kann, der Bus aber erst in 4 Stunden fährt. Ja, dafür haben wir letztendlich hier auch sozusagen berücksichtigt, dass wir hier detaillierte Einstellungen machen können, sozusagen zum einen, wenn man jetzt ein bestimmtes Zeitfenster suchen will oder zu einer bestimmten Uhrzeit suchen will, morgens um 7, wo auch die Schulbusse im ländlichen Raum fahren, oder wenn ich mittags für den Besuch beim Arzt oder Apotheke von 10 bis 12 was suche, wo vielleicht gar kein Schulbus fährt. Das kann man letztendlich hier dann auch einstellen oder auch einstellen, sozusagen, dass er alle 10 Minuten sucht, um nochmal irgendwie rauszukriegen, wie viele Abfahrten gibt es letztendlich. Ja, das heißt aber letzten Endes, ich rechne immer für mich persönlich, wenn der Bus alle 10 Minuten fährt, muss ich rechnen, ich habe im Schnitt 5 Minuten Wartezeit. Mhm. Die muss ich auf die Reisezeit im Schnitt drauftragen. Mhm. Wenn der Bus natürlich nur alle 3 Stunden fährt, dann habe ich 1,5 Stunden zusätzliche Wartezeit. Mhm. Aber es spielt keine Rolle bei der Analyse, oder? Bei diesen Ergebnissen, die wir gerade gezeigt haben mit der Anzahl der Arbeitsplätze, haben wir das jetzt nicht mit berücksichtigt. Wir haben das aber oft in anderen Fällen gemacht, dass wir sozusagen uns ausgegeben haben, zu verschiedenen Zeiten gesucht haben, wie viel und dann nachträglich berechnet haben, wie lang ist die durchschnittliche Wartezeit und das dann aufaddiert haben, um genau diesen Effekt mit berücksichtigen zu können. Ich stelle mir vor, dass hier natürlich auch schwierig abbildbar ist, wenn der Bus je nachdem zur Hauptverkehrszeit im Stau steht, oder? Mhm. Ich denke, eine gewisse Unschärfe, die bleibt einfach bei diesen Analysen. Aber es sind sicher wichtige Indikatoren. Mhm. Also es gibt, einige Verkehrsunternehmen stellen tatsächlich GTFS-Daten auch mit Realtime-Daten zur Verfügung. Damit haben wir jetzt noch nicht gearbeitet, aber grundsätzlich gibt es Verkehrsunternehmen, die jetzt schon so weit sind, dass sie da auch dann Verspätungen mit ausgeben.
Ich möchte noch eine Frage. Genau, also könnte man auch zählen, wie oft man einen Park mit öffentlichem Verkehr dorthin bekommt. Also ob jetzt zweimal ein Bus fährt oder zehnmal. Also könnte man das auch visualisieren, wie oft man da Ja, das ist kann. Nicht ganz so trivial rauszurechnen. Also wir haben es so gelöst, dass wir hier gesagt haben, wir suchen sozusagen im Zeitintervall, zum Beispiel alle 10 Minuten von morgens bis abends und gucken dann, wie viele verschiedene Verbindungen es gibt. Und dann kann man nachher sozusagen nochmal auf die Ergebnissetabelle eine Abfrage laufen lassen und auszählen, wie viele verschiedene Verbindungen wurden jetzt gefunden. Es gibt da effizientere Algorithmen und gerade wenn man dann in die Details geht, ob der jetzt wirklich regelmäßig alle 10 Minuten fährt oder also dafür ist es nicht das optimale Tool, aber grundsätzlich würde man es damit rausbekommen mit entsprechend längeren Rechenzeiten. Ne? Okay, ich muss hier abklemmen, weil wir haben halb und der nächste Referent wartet bereits. Nochmal herzlichen Dank für einen Beitrag.